In diesem Video wirst du lernen, wie du aus der Addition von einem Punkt und einem Richtungsvektor einen neuen Punkt bekommst. Wir schauen zu unserem Beispiel auf dem Arbeitsblatt. Die dargestellte Gerade verläuft durch den Punkt A ist gleich 2, 1. V ist gleich für 2 ist ein Richtungsvektor der Gerade. Berechne die folgenden Punkte und zeichne sie rechts ein. Wir beginnen den Punkt B zu berechnen. B ist gleich der Punkt A plus der Richtungsvektor V. Du brauchst jetzt die Zahlen von oben nur einzusetzen. A ist 2, 1. Und V ist 4, 2. Jetzt fragst du dich sicher, warum wir den Punkt hier anders schreiben als hier. Wenn wir ihn mit einem Vektor addieren wollen, dann ist es so übersichtlicher und du kannst dir aussuchen, ob du den Punkt 2-1 oder eben so in der Spaltenform aufschreibst. Beim Addieren addieren wir die oberen Komponenten und die unteren Komponenten, das heißt, wir bekommen 2 plus 4 ist 6 und 1 plus 2 ist 3. Das heißt, unser Punkt B hat die Koordinaten 6 und 3. Pausiere bitte nun das Video und versuche die restlichen drei Punkte selbst zu berechnen. Ich hoffe, das Berechnen der Punkte ist dir leicht gefallen. Hier siehst du die Ergebnisse. Der Punkt C ist 10, 5, der Punkt D minus 2, minus 1 und der Punkt E 4, 2. Falls du nicht auf die richtigen Ergebnisse gekommen bist, habe ich dir unten die drei Lösungsschritte, um die Punkte zu berechnen, noch einmal aufgeschrieben. Und jetzt zum Schluss können wir die Punkte noch einzeichnen, um zu sehen, ob sie wirklich auf der Geraden liegen. Unser Punkt B ist 6, 3. Unser Punkt C 10, 5. Unser Punkt D minus 2, minus 1. Und E 4, 2. Wie du siehst, liegen alle vier Punkte auf der Geraden. Das war's, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.